Hey Leute, was geht? Willkommen auf unserem Kanal. Heute besuchen wir eine forensische Psychiatrie in Bayern. Das heißt die härteste Psychiatrie im härtesten Bundesland. Forensische Psychiatrie, das sind die Psychiatrien, die vom Gericht verurteilt in die Psychiatrie kommen. Hier geht's los. Da hatten sie Hofgang. Das ist eine forensische Psychiatrie. Ein Lost Place, denn sie wurde neu gebaut. Und hier geht's los. Das war hier wohl sowas wie die Ergo. Kein Strom. Alter, das sieht schon sehr betrüblich aus. Und es wird kein Fenster mehr geben, das nicht so aussieht. Wie man hier gleich zum Plöstern anfängt, was geht denn? Ja, das hier unten im Keller war die Ergotherapie. Da durften sie basteln und sich hier auch künstlerisch betätigen. Was übrigens gar nicht so schlecht ist. Ja, und weh, da hat eins gefehlt. Ja, ja, Leute, Menschen sich hier nicht. Wenn wir dran denken, wir sind in der Psychiatrie. Das war wohl eine Abstellraum. Gehen wir mal rein. Ja, es ist ein Abstellraum. Auch hier mein Lager. Oh, jetzt wird's gruselig. Ja. Bayern, das sagen wir mir. In Farbe. Ja,
Fantastisch, ne? Fantastisch. Immer ist Güter dran. Und wir haben immer die Hand an der Tür, wenn da eine Tür zufällt. Wasch, ist ein bisschen gestrickt. Hier konnte man rudern. Das war fantastisch. Schaut uns auf die Spinnnebs an. Es muss leuchten hier noch. Ja, jetzt sind wir in der Forensik. Definitiv. Ja, das typische Krankenhaus. Druckluft und Sauerstoff. Mann. Ich hoffe, wir sind da zu wenig gestorben. Wir sind aber noch nicht im Haftbereich. Doch. Ach du Scheiße. Okay. Wir sind jetzt im Aufnahmebereich. Hier war nicht zugänglich. Das ist nur der Zugangsbereich. Oh Mann, Alter. Ja, Scheiße. Die sollten sie eigentlich mal abholen. Mein Gott. Oh mein Gott. Das ist mal exklusiv. Oh.
funktioniert bloß immer an den Tieren, Alter. Das war für Besucher. Das muss mir ein Besucher sein. Da haben sie dann geschrieben hier, ne? Ausgangsbuch. Oh mein Gott. Fantastisch. Alle Unbezahlten zum Lost Place. Alle Unbezahlten zum Lost Place. Danke. Das ist doch irre, Alter. Das haut dich weg, Alter. Was haben wir da stehen? Alles. Badezusätze, ätherische Öle, Medikamente, Injektionslösungen, Personal, Post. Jetzt dachte ich, da steht ein Flügel. Das ist doch ein Billardtisch, oder? Scheiße, was ist das? Tatsache, das ist ein Schmerz. Hätte nicht drauf kommen, ne, dass das ein Klavier ist. Okay, das ist jetzt beeindruckend. Alter. Nimmer rauskommst. Ich würde sagen, das sind die Betten. Das sind Zimmer. Das waren hier 1, 2, 3, 4 bis 5, 6 Betten. Ach du Scheiße, da auch überall. Man riecht das hier noch. Weißt du, hier fehlt Geruchswahnsinn. Das riecht wie eine Psychiatrie riechen muss. Jetzt haben wir eine Chance auf so ein Zimmer. Wir sind hier in der Forensik, Alter. Wie viele, was können diese Betten erzählen? Diese typischen Regale wie im Knast, Alter.
Mann, das ist der krasseste Lost Place überhaupt bis jetzt. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Was für krasse Sachen. Das heißt, im Durchschnitt war der Aufenthalt in der Forensik 7 Jahre. Du hast dir 7 Jahre diese Nacht gestirnt. Im Schnitt. Das war ein Schrank. Diese Aufkleber wurden geklebt von Patienten. Oh mein Gott. Das scheint auch noch. Ja, das sind bei super Betten, du. Das war so ein Massensaal. Ja, hier waren mehrere. Hier waren mehrere Patienten. Alter. Wahnsinn. Alter, ich krieg hier die Pfoten. Da ist noch einer drin. Leg mich doch auf der Erde, da machen wir schon. Das ist ein Flur einer forensischen Psychiatrie in Bayern. Scheiße. Oh Mann, ich flipp gleich aus, Alter. Ich brauche aber einen Gegenstand, ich lasse die Tür nicht rein. Moment. Ja. Ich brauche auf jeden Fall einen Gegenstand. Weil ich habe keinen Bock, dass ich die Bullen rufen muss. Den sagen muss, dass ich in der Forensik bin, eingesperrt bin und komme nicht mehr raus. Wie würde da wohl der Einsatzleiter darauf reagieren am Telefon? Deswegen sichern wir uns ab. Gemeinschaftsraum der Psychiatrie, der forensischen Psychiatrie. Oh shit, Alter. Das ist ein Kühlschrank. Das ist ein Gefangenenkühlschrank. Dürftest du in die Kühlung benutzen. Fantastisch. Was für ein Bild. Das ist der Aufenthaltsraum.
Lampen, das ist 70er Style, Alter, 70er Style. Ja, aber hier gibt's ja nicht mehr zu sehen. Ja, Mann, Alter, die flippt ja aus. Das war die Gemeinschaftsküche. Und jetzt zieht euch das Telefon hier rein. Leider ist der Apparat schon weg. Alter, und jetzt passt auf. Es kommt wieder was aus der Ergotherapie. Was haben wir hier noch? Ja, das ist alles so. Ja, stationsverwaltungstechnisch. 2742. Oh, das sind wir. Okay, hier ein bisschen Ergotherapie. Von forensisch Gefangenen, ne? Durch die Justiz in die Psychiatrie eingewiesen. Jetzt schaut euch mal diese tollen Dinger an. Kommen wir zum Stützpunkt. Und ich will die Tonne raus. Das Zeug ist alles noch aktiv. Urbex 1 an Urbex 2, bitte kommen. Fantastisch, Alter. Alter, da. Diese berühmten Duschen. Thank you.
28.11.2002. 44 Dachgeschoss, Station 3. Da läuft ein Kühlschrank. Da läuft die Lüftung an, glaube ich. Schluss.
wenn wir zwischen zwei Zimmerklassen hätten. Da sind wir reinkommen. Fantastisch, oder? Das ist so ziemlich einer meiner krassesten Lost-Places überhaupt. Alter, das ist nicht gut. Ich hab's geschafft. Alter, das ist... Kann man mich schon erinnern, weil das ein Bau ist. Das ist verrückt. Ich hab ein Irrenhaus. Gemeinschaftsraum, wieder ein Gemeinschaftsraum. Wahnsinn. Das haut die weg, das haut die nieder. Kommunikationsfälle. Alles, was telefoniert wird, alles, was telefoniert wurde. Fantastisch. Ist doch krass, oder? Das Scheiß ist doch mal krass. Wir sichern uns einmal auf. Boah, die ist zu weit. Dann schauen wir mal, dass wir da wieder rauskommen. Okay, schau mal, das erkenne ich wieder.
die forensische Psychiatrie in Bayern. Und wenn du keinen Orientierungssinn hast, dann mach es nicht. Okay? Dann mach es nicht, oder? Nicht mal, wenn du dir eine Schnur spannst. Man sieht es in den Gruselfilmen, was dann passiert. Das war jetzt die forensische Psychiatrie in Bayern. Das, Alter, das Gefühl, wo jetzt noch im Bauch ist. Boah. Mein Gott. Okay. Das war der richtige Film aus der Forensik in Bayern. Was völlig neu, eine völlig neue Erfahrung. Und wir schauen uns dann bei Gelegenheit die nächste Zeit mal. Bis dann, haut rein. Das war so ziemlich einer meiner krassesten Lost Places überhaupt. Alles sowas hast du nicht gesehen, wirst du auch nie sehen. Außer du lässt dich nach Paragraph 63 erst die Gelegenheit in die geschlossene Psychiatrie einweisen.